beige Lampenschirme, die wird mir schlecht. Da brauchst du nur im Fernsehen schauen, überall. Also du siehst immer nur einen beigen Lampenschirm. Und das muss sich ändern. Und deswegen habe ich mir gedacht, also das mache ich jetzt extra bunt. Mein Name ist Dieter Menzel. Ich komme aus einem kleinen Gebirgsort in Oberbayern. Leuchtendesigner. Das bin ich eigentlich ziemlich spät geworden, erst mit 55 Jahren. Vorher habe ich Möbel gebaut. Ich wollte einfach einen Lampenschirm bauen, der auch ein Kunstwerk sein kann, dann auch in den verschiedenen Formen und so weiter. Und das gibt es nicht. Alles von meinem Vater. Mein Vater ist ja Schnitzer, der hat Holzfiguren geschnitzt. Meine Mutter, die hat wunderschöne Rüschenlampen gemacht, genäht. Und da haben wir immer zugeschaut und aufgepasst und das lernst du einfach in einem Familienbetrieb. Ja, Abitur und dann Bundeswehr. Und danach bin ich gleich abgehauen in die USA, weil ich gedacht habe, ich könnte dort die Lampen von meiner Mutter verkaufen und die Dinge von meinem Vater. Und von Denver aus fährt man rauf in die Rocky Mountains nach Vail, ein wunderschönes Dorf, und zwar im alpenländischen Stil gebaut. Ich hatte praktisch einen bayerischen Laden und war da sehr bekannt. Zum Schluss, da haben dann die Leute untereinander gesagt, ich sage das jetzt mal auf Englisch, did you already Dieterize your room? Das war ja dann noch so, dass ich eine ganz wunderbare, liebe Mexikanerin kennengelernt habe, die Mutter von der Carla. Da habe ich in Mexiko in der Hacienda Morales, das weiß ich noch, da hatte ich einen Auftrag. Und da habe ich mich dann verliebt in sie. Und die drei Kinder, die wollten natürlich unbedingt geboren werden damals. Dann bin ich immer hin und her geflogen. Denver, Colorado, Mexico City, Ruhpolding. Immer im Dreieck. Und es war gar nicht so einfach. Mein Vater ist übrigens auch Erfinder. Der hat das zweiseitige Klebeband erfunden. Und irgendwann hat er dann vom Laser gehört im Nachbarort. Und wie ich den Laser gesehen habe, da ist ein ganzer Film abgelaufen bei mir. Ja, da habe ich mir gedacht, das Ding brauchst du. Gold liebe ich überhaupt nicht. Ich habe eh kein Gold. Ja, aber die Farbe ist super. Ich habe dann die Jungs hier gefragt und alle haben gesagt, nee, mach das nicht. Du spinnst ja, schaut komisch aus, aber ich habe es trotzdem gemacht. Man muss stur sein, das steht fest. Letzten Endes musst du selber entscheiden, ob du weitermachst oder nicht. Bei mir hat es ein paar Jahre gedauert. Die ganzen Ersparnisse, alles habe ich dafür hergenommen. Der Laden, das ist die Basis. Die werden wir nie aufgeben. Ganz egal. Was hast du für ein Glück, dass du sowas machst und machen kannst und machen darfst? Und wenn dann die Leute reinkommen, vor allem die jungen Leute, die sich ja alle hier für den Laden interessieren, denke ich mir, Mensch, es wäre schön, wenn kreative und interessierte Menschen sehen, dass sie auch in diese Richtung gehen können, wenn sie mich fragen, ob ich ihnen helfen kann, auch so ein kleines Lampenstudio zu machen. Wie mein Vater damals, der hat in der Küche angefangen zu schnitzen. Das können die auch. Du kannst natürlich jetzt von so einem Kind nicht erwarten, du musst jetzt den Laden übernehmen, überhaupt nicht. Glücklich sein mit dem, was sie haben, das ist wichtig. Und wenn sie das hier in dem Laden schaffen können und gerne wollen, wäre das wunderbar. Ich wohne dann da hinten in dem kleinen Kabuff hinten, da brauche ich die Treppen nicht mehr hochsteigen. Ich komme dann mit dem Krückstock an, drücke da beim Hansi, der heißt übrigens Hansi, der Laser drückt dann drauf, schaut dann, macht dann so und dann gehe ich rüber in mein Zimmer und die können hier weitermachen.